Viel Spaß beim Feiertagsmagazin vor dem Spiel gegen den 1. FC Köln. Euer Mario. Rheinland oder Westfalen? Für den BVB geht es gegen den 1. FC Köln. Zweiter oder Achter? Borussia muss siegen, um Anschluss zu halten. Links oder rechts? Jerry kann beides. Unsere Nummer 15 zu Gast im Glasstudio. Hallo und herzlich willkommen zu eurem Feiertagsmagazin. Morgen geht es gegen den 1. FC Köln. Freitagsspiel, Flutlichtspiel, Traditionsduell. Alle freuen sich natürlich auf die Partie. Und die Kölner sind zwar im Moment Tabellenletzter, haben in diesem Jahr aber ähnlich viele Punkte geholt wie wir. Da müssen wir also hinten auf jeden Fall gut stehen, sicher stehen, möglichst keinen Gegentreffer bekommen. Das hat in den letzten Wochen ganz gut funktioniert und das hat auch damit zu tun, dass der Mann, der heute bei mir zu Gast ist, glänzende Leistung gezeigt hat. Jeremy Toljan, ein halbes Jahr beim BVB. Last-Minute-Transfer im Sommer. Sein Debüt direkt in der Champions League. Danach mit kleinen Anpassungsschwierigkeiten. Unter Peter Stöger gesetzt. Ob links oder rechts, Jeremy sichert die Außenbahn ab und sucht oft den Weg nach vorne. Die Belohnung? Last-Minute-Tor gegen Freiburg. Sein erster Treffer in Schwarz-Gelb. So darf es gerne weitergehen, Jerry. Ja, Jerry, schön, dass du dir Zeit genommen hast, zu mir hier auf die Couch zu kommen und mal über Vergangenes und Zukünftiges zu sprechen. Und wenn wir jetzt mal so ein bisschen zurückblicken, vergangenen Samstag, da, 92. Minute, 93. was meiner Ansicht nach schon, du ziehst ab und der Ball ist im Tor. Beschreib mal, wie das für dich war. Ja gut, wir lagen ja hinten, ne? Da musste ich mal ein bisschen weiter nach vorne, musste ein bisschen Risiko gehen und kam eine Flanke rein, wurde abgewehrt und ich glaube, jeder Spieler war vor mir gestanden und ich habe einfach nur drauf gehalten und weiß selber nicht, wie er da durchging. Aber wir alle am nicht. Ende, da brauchen wir wirklich die zweite Wiederholung. Ne? Aber ist ja auch scheißegal. Aber ja, war dann ein wichtiges Tor. Hat mich gefreut. Ja, wollte eigentlich dann jubeln gehen, aber konnte ich ja dann nicht, weil es nur ein 2-2 war. Aber nein, ein wichtiges Tor und freut mich natürlich. Unter Peter Stöger hast du bisher immer zur Startelf gehört und hast jetzt deinen Platz im Team gefunden. Wie siehst du das so nach einem halben Jahr Dortmund? Ja gut, wird immer besser, glaube ich. Es dauert immer ein bisschen, glaube ich, bei so einem Vereinswechsel. Für mich war es auch mein erster. Es sind viele neue Dinge, auch zum großen Verein, denke ich. Da gibt es immer ein paar kleine Schwierigkeiten am Anfang vielleicht auch, aber mittlerweile bin ich gut im Team angekommen, glaube ich. Und es macht ja auch Spaß, ne? Und es macht Spaß, ja. Bei uns geht es jetzt weiter mit dem Fragenkontor. Du kennst das ja schon. Es geht um das erste Mal oder die ersten Male, jetzt nicht, was die meisten denken, nee. Sondern andere Dinge. Dein erster Trainer hat dich gelehrt, ... Das ist eine schwere Frage, ne? Ich weiß nicht, also ich kann nur sagen, ich habe von jedem Trainer viel mitgenommen. Jetzt direkt da für den Trainer den Begriff oder die Sache zu sagen, ist schwierig. Ich glaube, man nimmt von jedem ein bisschen was mit und zieht sich das raus, was für einen wichtig ist. Und ja, ich glaube, von jedem Trainer was gelernt und bin da jedem dankbar auch. Dein erster Titel als Fußballer? U21 Europameister, würde ich sagen. Deine erste gelbe Karte gab es, weil? Weil? Wahrscheinlich gefoult. Ich weiß auch nicht. Meckern tust du nicht? Nee, meckern tue ich nicht. die Gedanken vor deinem Profidebüt? Vorfreude, also ich war sehr, mich sehr gefreut, aber auch sehr nervös. Das lässt sich, glaube ich, so am besten beschreiben. Die Champions League-Hymne erstmals auf dem Platz zu hören war? War ein Gänsehaut-Moment. Das ist so, ne? Doch, ja. Ist schon besonders. Am Freitag kommt dann ein neues erste Mal auf dich zu. Zum ersten Mal in Schwarz-Gelb gegen den 1. FC Köln. In einer Paarung, die schon unfassbar viele Geschichten geschrieben hat. 1. FC Köln gegen Borussia Dortmund, der Westschlager. Zwei Vereine, die vieles vereint, vor allem die Geschichte.
1963, das letzte Endspiel um die deutsche Meisterschaft. Die Schale wandert in den Ruhrpott. Ein Jahr später, die Domstädter krönen sich im direkten Duell zum ersten Meister der neu gegründeten Bundesliga. Köln gegen Dortmund. Auch heutzutage immer wieder ein Fußballfest. Emotionen pur, Spannung garantiert, mit Entscheidungen oft erst in der Schlussminute. Leiden und Leidenschaft. Die Besten im Westen. Das alles ist FC gegen BVB. Ja, da haben wir wirklich schon die eine oder andere wirklich packende Begegnung gesehen. FC gegen BVB oder BVB gegen FC. Mhm. Dass natürlich ein Sieg das Ziel ist, ist ganz klar. Die Kölner sind Letzter, aber in diesem Jahr noch ungeschlagen. Was macht den FC im Moment aus und wie müssen wir es anstellen, damit wir mit einem Dreier nach Hause fahren? Ja gut, ich glaube, die Kölner werden am Freitag dann auch All-In gehen, glaube ich. Ich glaube, die haben jetzt die letzten Spiele nicht verloren und auch gewonnen, auch viele Spiele. Haben Rückenwind, dann zu Hause auch noch. Haben ja auch super Fans. Da wird, glaube ich, schon auch von der ersten Minute an eine gute Stimmung sein. Und, ist ja immer da. Ja, immer. Ja, aber ich glaube, diesmal ist dann besonders vielleicht. Ein bisschen euphorisch. Und da müssen wir dagegenhalten direkt und versuchen, ja, das direkt im Keim zu ersticken und unser Spiel aufzuzwingen und dann versuchen zu gewinnen. Ja. Du hast übrigens in der Liga gegen die Kölner noch nie verloren. Mhm. Wusstest du? Ja. Ja. Manchmal denkt man da gar nicht dran. Gibt es eigentlich sowas wie einen Lieblingsgegner oder Mannschaften, wo man denkt, boah, da kann an für sich nichts schiefgehen? Na, finde ich nicht. Finde ich nicht. Nee. Ich glaube eher ein Zufall. Du hast für unseren BVB 16 Mal jetzt gespielt. 8 Mal auf der linken Seite, 8 Mal auf der rechten Seite. Ist das dir eigentlich egal oder gibt es da größere Unterschiede? Mittlerweile muss ich sagen, ist mir das egal. Am Anfang, zu Beginn meiner Karriere, musste ich immer links spielen, wollte aber immer rechts spielen, durfte aber nicht. Und dann hat mich das immer ein bisschen gestört. Ja, ja schon. Musste ich mich schon umstellen auf jeden Fall auch. Mittlerweile, weiß ich, ist egal eigentlich. Das sind natürlich auf der einen Seite ein paar Sachen, die man anders machen muss, auf der anderen. Klar, weil ich ja eher ein Rechtsfuß bin, aber ja, ich würde sagen, links offensiv hat man vielleicht ein bisschen mehr Freiräume, dafür defensiv ein paar Sachen anders, aber mittlerweile ist mir das egal. Du sagst, Hauptsache ich spiele, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja. Das ist wichtig, ne? So, jetzt kommen wir zu unserem zur Rubrik. Sag doch mal, normalerweise sagt ein Kollege oder ein Freund irgendetwas oder kann eine Frage an dich stellen. Diesmal haben wir unsere Zuschauer gebeten, dir eine Frage zu stellen. Und ich bin mal gespannt, was jetzt kommt. Sag doch mal, Jeremy, wie hast du eigentlich die letzten Tage des Transferfensters beim BVB erlebt? Ja. War viel los. War viel los, ne? War viel los, ja. Wir haben dann Michy Batshuayi verpflichtet von Chelsea. Kennst du ihn? Ich kenne ihn, ja. Also ich gucke oftmals auch Premier League. Habe ihn dann auch mal spielen sehen. Ich glaube, jetzt nicht so viel gespielt, aber... Was er für ein Typ? Ein Typ? Ja, was er für ein Typ Fußballer ist? Ach so, ich glaube, körperlich immer sehr präsent. Er bewegt sich viel vorne und hat jetzt bis jetzt wenig Minuten gebraucht, um Tore zu schießen. Das kann er bei uns natürlich gerne so weitermachen und das wird uns helfen, klar. Aber klar, jetzt werde ich ihn im Training ja kennenlernen und dann kann ich dir irgendwann mal ein genaueres Bild geben. Du bist im Sommer ja auch auf den letzten Drücker zum BVB gekommen. Wie sind da so die letzten Stunden? Wie geht das für dich als Spieler vonstatten? Ja gut, man ist immer so ein bisschen aufgewühlt, man weiß ja nicht genau, bleibt man jetzt hier, geht man jetzt dahin. Das ist ja schon immer auch ein großer Schritt dann. Man muss dann umziehen, alles ist neu, neue Jungs kennenlernen, sich von den Alten verabschieden. Ist nicht ganz so einfach, wenn man da noch drauf warten muss, klappt es oder klappt es nicht. Aber ja, das gehört dazu. So ist es einfach. Ruhig bleiben. Ruhig bleiben, genau. Du bist eher ein Typ, der ruhig bleibt? Ich bin ein ganz entspannter Typ, ja. Ehrlich? Oder kannst du auch richtig aus dir raus? Komm. Schwer. Ja? Ja, ich bin immer ganz entspannt. Das wünsche ich mir manchmal, ich kann das nicht. Kannst du nicht? Ja. Nee. Ja, ich würde mir auch mal wünschen, mal ein bisschen auszurasten, sage ich jetzt mal, aber ich bin immer... Dann sollten wir uns mal ein bisschen austauschen. Ja, glaube ich auch. So, jetzt gibt es noch den Zweikampf.
Du weißt, was das bedeutet? Ja. Jeremy. Ja. Jerry gegen Nobby. Und wir bekommen Szenen vorgespielt, drei Szenen ausspielen gegen den ersten FC Köln. Mhm. Und wir müssen dann entscheiden, was als nächstes geschieht. Ich bin gespannt, was diesmal rausgesucht worden ist. War es auf mich, hä? 3, 2, 1. Ich glaube, der haut, schießt die Stadionuhr um. Oder? Es sieht so aus wie so irgendwie so ein Pressschlag. Oh Gott! Tor in Essen? In Gelsenkirchen. Verstehst du das? 3, 2, 1. Ach, stimmt. Eine ganz komische Geschichte, weil ich glaube, da war der Platz hier in Dortmund so schlecht, dass wir in Gelsenkirchen gespielt haben. Heute unvorstellbar. Früher ging das wohl. Auf die Oma, auf die Quanten. 3, 2, 1. So, jetzt aber ein Gewinner. Nee, keine Ahnung. Ein auf die Omme, weißt du, was das heißt? Omme ist Kopf, oder? Ja, vor. Würde ich mal sagen. Vor den Schädel. Ja, auf die Quanten sind die Füße, ne? Auf Omme! Gewonnen! Ich dachte, Quanten ist was anderes. Was hast du gedacht, dass Quanten sind? Zwischen den Beinen, habe ich gedacht. Okay. Nicht die Beine. Botsch. Ja. Naja. Ja, vielleicht sollten wir demnächst dann auch noch Ruhrgebietsdeutsch für Anfänger machen. Ne? Das muss ich lernen, ja. Das muss ich lernen. Also, Omme, Quanten, wenn jemand zu dir zum Beispiel sagt, das ist für Umme. Weißt du, was das heißt? Umme ist umsonst. Richtig. Ja, das kenne ich. Das ist, du bist angekommen. Quasi kenne ich schon. Ja, ach, sehr schön. Ja, wir sehen den Zwischenstand, der mich sehr erfreut. Jeremy, dich sicherlich auch, ne? Mhm, klar. 34 zu 31 für mich. Ich bin irgendwie total happy. Wir machen jetzt ein schönes Selfie. Also, du musst nur normalerweise präsenter im Bild sein als ich. Können wir ein bisschen näher müssen. Oh. Meinst du, das wird was? Ich glaube schon. Ja, dieses wunderbare Bild braucht natürlich ein klein wenig. Ich habe mich übrigens diese Woche mit unserem Abwehrchef Papa Sokrates getroffen und ihm den Preis zum Tor des Jahres überreicht. Sein Kracher gegen Frankfurt. Tolles Tor, ein verdienter Sieger. Im Gespräch mit ihm schauen wir auf das Tor zurück. Papa hat sich wirklich sehr über seine Auszeichnung gefreut. Das gesamte Video seht ihr ab sofort auf BVB Total. Jerry, haut der Papa im Training ab und zu auch schon mal einen rein? Ich glaube, das darf er nicht hören, aber selten. Habe ich jetzt noch nicht so oft gesehen. Der Eisenfuß, ne? Haut die Bälle lieber weg von hinten. Ja, ganz genau. Ist auch gut. Jetzt schauen wir uns das Foto an. Ja, du siehst mal wieder gut aus. Nicht durch das Gesicht schreiben. Wunderbar. Wir bedanken uns. Oder danke dir. Ich bedanke mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Bringt einen Sieg aus Köln mit. Würden wir uns natürlich sehr drüber freuen. Bleib vor allen Dingen gesund. Danke. Ein toller Fußballer und ein toller Typ. Jeremy Toljan. Jerry, danke. Danke dir. Mach's gut. Bis dahin. Tschüss. Bis dahin.